So, haben wir es jetzt endlich. Ja. Du siehst ja diese Podcast-Folge und denkst ja, ja, die sitzen da jetzt und reden ein bisschen. Die ist mit Sicherheit nicht bewusst, dass bis wir an diesem Punkt ankommen, dass wir hier sitzen und endlich anfangen können, zum Teil Stunden verstreichen mit dem Aufbau und so weiter. Ich habe ja da gar nichts dagegen auszusetzen. Aber dieser Mann, der neben mir sitzt, der ist so detailverliebt und der will alles perfekt ausrichten, von Ton bis Licht. Dann wird wieder was experimentiert, dann wird wieder eine andere Linse draufgesteckt und die Kamera wird dann schnell mal wieder ausgeladen, bis wir dann an dem Punkt sind, dass wir anfangen können. Ist mein Geduldsfaden schon sehr strapaziert. Tja, es gibt halt Menschen auf dieser Welt, die wollen etwas qualitativ Hochwertiges abliefern. Nicht einfach so was dahinhauen. Und das heißt, du würdest behaupten, das ist nicht auch ein bisschen Spielerei von deiner Seite aus? Zu 90% schon, doch. Tja. Aber es muss ja auch Spaß machen. Ja, ist ja okay. Es ist ein Process of Ja, Creation. manchmal gehst du so in deine kindliche Version zurück, die so Lego-mäßig hat. Hast du eigentlich mit Lego gespielt? Na klar. Nee. Klar. Hast du? Weniger. Ich war schon drüben. Mit was hast denn du gespielt eigentlich? Keine Ahnung. Also meine Lieblingsbeschäftigung war, sobald ich lesen konnte, echt lesen. Ich habe sehr viel gelesen. Und was ich auch immer gemacht habe, ist vorlesen. Also mir Sachen vorlesen, habe dann das aufgenommen, habe es dann angehört. Damals gab es noch diese Rekorder, da musste man zwei Dinger gleichzeitig drücken und so. Wir sind ja die Steinzeitmenschen. Wir Also hatten ja noch gar kein Social du Media. warst schon sehr, sehr weit praktisch. Ja, mit Le das Lego-Ding habe ich Hast du übersprungen. Nein, übersprungen? natürlich habe ich mit Puppen und so. Und Ding habe ich geliebt. So einkaufen spielen. So die ganzen Supermärkte, weißt du, wo man dann so Körbe hatte und eine Kasse hatte und so. Wow. So, aber darum soll es. Oh, jetzt mache ich hier wieder Lärm. Darum soll es heute nicht gehen. Ich hoffe, du entschuldigst uns unsere kleine sonstige Dinge, Podcast, Sommerpause, die wir einfach mal so spontan eingelegt haben. Weil wir uns dachten, es ist einfach zu heiß dafür. Es ist einfach zu heiß. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Jeffrey und ich, ja, wenn es dann so die ganze Zeit über so heiß ist und so heiß ist, das ist so erschöpfend, oder? Darüber hinaus hatten wir noch so ein paar private Dinge am Laufen, die sehr schön waren, aber auch Zeit eingenommen haben. Aber jetzt sind wir wieder voll am Start und haben uns gefragt, über was reden wir denn? Was reden wir denn? Was sage ich denn? Was sage ich denn? Es gibt einiges. Dieses Was sag ich denn? Woher haben wir das eigentlich? Das ist von einem Lebensgefährten von meiner Oma, der Walter. Ah ja, genau. Sagte mal, was sage ich denn? Was sag ich denn? So, was sag ich denn? Und wir dachten uns, dass es vielleicht spannend sein könnte, dir so ein bisschen Einblicke zu gewähren in unsere Gedanken rund um Manifestation. Wow. Das ist ja mal ein esoterisch aufgedunsenes Wort. Ist es? Ist es? Und ich will da auch gar nicht so tun, als würde ich dieses Wort nicht nutzen, als wäre das Thema für mich nicht interessant. Also ich finde das Thema höchst spannend. Aber gleichzeitig wird Manifestation so in der ganzen Bubble zum Teil sehr oberflächlich behandelt, zum Teil wird es aber extrem komplex auch rübergebracht, wenn ich da so an gewisse Seminare denke, die wir beeinflusst, wollte ich schon sagen, besucht haben. Beeinflusst Die mit uns Sicherheit auch. stimmt. Wo man irgendwie auch mit heiliger Geometrie gearbeitet hat. Es war so kompliziert, dass ich am Ende war ich einfach, der Kopf war so sehr erschöpft, Ja. dass dann überhaupt gar nichts manifestiert wurde, sozusagen. Ja. Was denkt man darüber? Ich finde, es gibt so viele verschiedene Perspektiven auf dieses Thema. Und ich erinnere mich noch, weil wir jetzt eben gerade darüber sprechen, das war eigentlich noch vor deiner Zeit, wo ich so echt tief in meiner persönlichen Hölle war, wo ich über 40.000 Euro Schulden hatte, wo es mir echt schlecht ging, auch gesundheitlich nicht so fit war. Und dann hat mir eine Freundin damals diesen Film, und ich bin mir sicher, dass du den kennst, The Secret gegeben.
Die Sigrid. Genau, die Sigrid. Genau, das ist wirklich jetzt schon 15 Jahre her oder noch länger. Mhm. Und dieser Film, der hat damals meine komplette Sicht auf diese ganzen Dinge verändert oder beziehungsweise geprägt. Mhm. Also er hat wie so ein Feld eröffnet für mich, dass, hey, krass, vielleicht kann ich echt mit meinem Geist, mit meiner Vorstellungskraft, mit meiner Frequenz mein Leben verändern. Mhm. Also vielleicht kann ich an einer bestimmten Zukunft, die ich erschaffen will, was auch immer das ist, vielleicht kann ich das echt mit meinem Geist schaffen. Wenn ich nur stark genug daran glaube, wenn ich nur lang genug, stark genug mich da reinfühle, schon mir so, ja, das versucht zu verkörpern, also so tu, als wäre ich schon dort in diesem Ziel und ich würde es schon leben, ich würde es schon fühlen. Und wenn ich das nur stark genug mache, dann schaffe ich das und dann entsteht auch etwas. Mhm. Und ich muss sagen, auch wenn ich denke, dass in diesem Film nur 10 oder nur 15% von dem, wie es wirklich funktioniert, gezeigt wird, hat mir dieser Film und dieser Switch in meinem Geist wirklich, das hat wirklich mein Leben verändert. Mhm. Weil es war nur ein paar Jahre später, wo dann du in mein Leben getreten bist. Mhm. Wo ich sozusagen dich mit angezogen habe oder mein Resonanzfeld so stark verändert habe, dass ich halt irgendwie dann plötzlich die Augen für dich wieder aufgemacht habe. Und, ja. Sag nur. Mach nur weiter. Ja. Das war das eigentlich, was ich sagen wollte. Das heißt, die Sigrid, also alle, die jetzt Sigrid heißen, bitte fühlt euch nicht angegriffen oder so, aber das ist so unser Insider. Absolut genialer Film, finde ich, also bis heute noch und würde ich wirklich jedem empfehlen, der da in diese Materie mal so ein bisschen einsteigen möchte. Der Film spendet halt Hoffnung. Genau. Er hat viele Schattenseiten und viele Fehler, würde ich so sagen, weil man einfach nicht das ganze Bild zeigt, kann man natürlich auch nicht in diesen 2 Stunden. Aber es gibt Schattenseiten beim Manifestieren. Es gibt Elemente, die nicht beachtet werden in diesem Film. Und ich bin fest davon überzeugt, und ich glaube, deswegen schaust du auch so unsere Sachen an, dass man mit dem Geist und mit der Vorstellungskraft wirklich Berge versetzen kann. Gleichzeitig bestehen wir halt nicht nur aus unserem Fokus. Wir bestehen nicht nur aus dieser einen Energie, die jetzt sagt, ich fokussiere mich auf das, und meine Energie fließt nur noch dorthin. Mhm. Es gibt auch noch unser Unterbewusstsein. Mhm. Es gibt auch das, was unter der Haube sozusagen brodelt. Und die Frage ist, ob das mit in die Richtung zieht, meiner Ziele, meiner Visionen oder in die entgegengesetzte. Mhm. Und wenn das woanders hinzieht, dann kann es sein, dass ich mit meiner Fokuskraft zwar in die Richtung meiner Ziele mich bewege und das Ziel oder was auch immer du erreichen willst, auch in dein Leben tritt, aber dass du es später wieder sabotierst. Und das ist in meinem Fall so oft gewesen. Dass ich immer wieder gedacht habe, boah, das will ich erschaffen und ich habe mich auch dahin bewegt, aber so kurz bevor ich ankam, bin ich gefallen oder wieder 10 Schritte zurück oder habe es einfach wieder selber sabotiert. Mhm. Oder vielleicht kennst du es auch, wenn du, hast du mal einen Auftrag in dein Leben gezogen und hast gedacht, boah, jetzt verdiene ich echt gut Geld und ein paar Tage später ist das Geld wieder durch die Finger gerannt. So. Und so ging es mir halt ganz oft. Mhm. Was ich ganz oft ausgelöst habe in meinem Leben, war so eine Art von universelle Verstopfung. Ich wollte etwas so, so sehr, habe mich so sehr darauf fokussiert, habe so sehr auch versucht, meine Frequenz künstlich auf diese Frequenz auszurichten, dass es dann irgendwie nicht funktioniert hat. Und dann, in dem Moment, in dem ich mir gedacht habe, ja, fuck off, wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann nicht, dann hat es geklappt. Mhm. Ich finde, darüber wird ganz oft, ganz selten gesprochen, wenn es um Manifestation geht. Dass du ja, klar, diese Dinge bringen deine Frequenz auf die Frequenz, die du erreichen möchtest, macht absolut Sinn. Füttere deinen Geist mit Informationen und Gedanken, die das fördern, dass du diese Zukunft oder Realität erschaffst, macht absolut Sinn. Schau, dass du gefühlsmäßig auf eine andere Schwingung kommst, so dass das besser matcht, was du leben möchtest. Macht auch absolut Sinn. Das sagt dir alles die Sigrid, oder? Das sagt alles die Sigrid. So, und meine Tante hat auch übrigens Sigrid geheißen. Hat die auch das Sigrid? Nee, ich glaube, gemocht. Die war Anti-Sigrid. Das war noch, das kam erst nach ihrer Zeit dann. Also war sie Anti-Sigrid. Wie kann eine Sigrid Anti-Sigrid sein?
Und jetzt war es zu laut. Alles gut. Ich drehe das dann wieder runter. Ja, schön, dass du mir jetzt mal auch mal unterbrochen hast. Finde ich toll. Ja, man soll seine Schwingung, seine Gefühle und so da ausrichten. Also genau, also das habe ich alles gemacht, macht auch so sehr Sinn. Aber es kann sein, dass wenn du das dann die ganze Zeit festhältst, also was du manifestieren möchtest, und bei mir war es zum Beispiel auf den großen Bühnen zu stehen. Ja. Damals hieß es noch nicht Greater, damals hieß es noch, wie hieß es denn? Gedankentanken. Ah, Gedankentanken, genau. Und das war irgendwie so, das war the thing damals. Also heutzutage ist es ein bisschen anders, aber damals war es the thing im deutschsprachigen Raum. Und ich wollte das so sehr, es hat nicht, und dann kam ich irgendwie an den Punkt, wo ich mir dachte, hey, ich kann mit meiner Message auch so Menschen erreichen. Also ich muss nicht unbedingt auf diese fremde Bühne. Wir haben ja da selber unser Empower Yourself gemacht mit tausenden von Menschen. Und dann kam die Einladung. Und nochmal, und nochmal. Also ab dem Moment, wo ich es losgelassen habe, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht auch für dich eine Inspiration, lass das Ding mal laufen. Lass es los, weil solange du das festhältst und denkst, nur so auf diese Art und Weise möchte ich es haben, hält man auch die Manifestationsenergie fest. Und wenn du es dann loslässt in der Form, dass du sagst, hey, ich mache mein Glück jetzt nicht mehr davon abhängig, dann kann es sich viel mehr entfalten. Ja, finde ich voll das spannende Thema. Und da will ich ein wichtiges Element mit reinhauen. Und zwar, ich glaube, dass viele von uns fast schon traumatisiert sind von dem Wort Arbeit. Das heißt, die meisten von uns, und mir ging es ja sehr viele Jahre meines Lebens auch so, ich bin einer Arbeit gefolgt, die nicht mit meinem Herzen resoniert ist. Ich habe etwas getan, wo ich mir dachte, ich mache es zwar, ich muss es machen, ich gebe meine volle Energie da rein, aber irgendwie, das ist es nicht. Und wir haben so einen Widerstand mittlerweile gegenüber diesem Wort Arbeit. Und dann sehen wir halt so einen Film, wo es darum geht, dass du deinen Geist und deine Frequenz neu ausrichtest, wie halt Sigrid. Und du veränderst deine Frequenz. Und allein durch das Verändern deiner Frequenz ziehst du sozusagen dann dieses Ziel, was du gerne hättest, oder das Leben, was du erschaffen willst, ziehst du an. Und dann fällt halt so, oder fallen die meisten Menschen in die Falle, weil sie ja so einen Widerstand haben gegenüber Arbeit. Weil sie ja so oft das gemacht haben oder gearbeitet haben, was sie eigentlich gar nicht wollten und sozusagen gezwungen wurden zu arbeiten, erhoffen sie sich durch Manifestation, etwas in ihr Leben zu ziehen, ohne zu arbeiten. Weil wir es irgendwie dann hassen zu arbeiten. Und da ist schon die erste Falle. Das ist der Weg in eine Nicht-Manifestation, beziehungsweise in die Manifestation von dem, was du eigentlich nicht willst. Weil wenn wir nicht bereit sind für das, was wir wirklich wollen, hart und volle Kraft voraus zu arbeiten. Und allein schon das Wort schon wieder, hart arbeiten, das löst Widerstand in den Menschen aus. Ich will nicht hart arbeiten. Nee, du willst nicht hart arbeiten für etwas, was nicht mit deinem Herzen resoniert. Du willst nicht gezwungen werden, hart zu arbeiten für etwas, was keinen Sinn ergibt. Aber für etwas hart zu arbeiten, dein ganzes Schweiß, deine Energie da reinzulegen, für etwas, was du liebst, wo dein Herz dafür brennt. Das ist doch das Erfüllendste, was es gibt. Und wenn du bereit bist für etwas, was für dich Sinn ergibt und was mit dir so krass resoniert, wirklich durchs Feuer zu gehen und jede Wand durchzubrennen, dann glaube ich, und so haben wir es ja in unserem Leben auch erlebt, dann beginnen manche Dinge plötzlich leicht von der Hand und leichter in dein Leben zu kommen, weil du bereit bist, durch das Feuer zu gehen. Wenn du aber von Anfang an keinen Bock darauf hast und eben manifestieren willst, weil du beispielsweise zu faul bist, weil du keinen Bock auf die Arbeit hast, weil du Anstrengung umgehen willst, das ist ja auch so ein ganz, ganz böses Wort in der spirituellen Szene. Es darf ja nicht anstrengend sein, es muss leicht sein. Wenn du nur auf diesem Weg bist, dann wirst du nie die Energie aufbringen, um so ein Magnet zu sein, um so einen Magnetismus zu erzeugen, um die Dinge wirklich leicht in dein Leben zu ziehen. Und ich finde, es gibt etwas, was viel wichtiger ist wie Manifestation. Und ich sage das jetzt auf Englisch, weil das einfach für mich mehr spürbar ist. Und zwar, das ist Life Force. Es ist pure Lebensenergie. Und wenn wir uns darauf fokussieren, wie kann ich mit jedem Tag mehr leuchten, gesünder sein, fitter sein, lebendiger sein, mehr Ausstrahlung haben, kongruenter sein mit dem, was ich will, ehrlicher sein, deutlicher sein, direkter sein in meiner Energie, dann wirst du automatisch zu einem größeren Magnet. Und wenn du dich darauf fokussierst, dann glaube ich,
dass du die Dinge, die du willst, viel, viel leichter an, ja, zu dir ziehst. Mhm. Oder dich einfach leichter in die Richtung deine Ziele bewegst. Du sprichst jetzt natürlich von einer ganz spezifischen Form von Manifestation, die linear ist, oder? Also du hast einen Traum oder du möchtest dein Traumhaus manifestieren. Dafür braucht man natürlich finanzielle Mittel. Das heißt, du kannst dich da jetzt voll reinhängen mit der Arbeit, keine Ahnung, noch zusätzlichen Job aufnehmen, weitere Dinge erarbeiten und dann erarbeitest du dir sozusagen dein Traumhaus und manifestierst es dir, oder? So, das ist ja die eine Art und Weise von Manifestation. Aber was ist zum Beispiel mit der Manifestation eines Traumpartners? Oder mit einem anderen glücklichen Zufall? Also Dinge, die du nicht bewusst steuern kannst. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo dann viele Menschen auch das nicht zusammenbringen, was du gesagt hast, mit ihrem Traum. Weil zum Beispiel, wie soll ich denn hart arbeiten für einen Traumpartner? Mhm. Also das ist, also klar, man könnte sagen, okay, wenn man vielleicht sehr introvertiert ist, dann arbeitet man daran, dass man mehr soziale Kontakte aufnimmt, weil du musst ja auch irgendwie unter Menschen kommen, um dort Menschen kennenzulernen. Dann ergibt das eine vielleicht das andere und so weiter. Aber so wirklich arbeiten kannst du ja nicht für deinen Traumpartner. Und jetzt kommt das zum Zuge, was Jeffrey mit Life Force meinte, beziehungsweise du mit Life Force meintest. Du änderst dein Resonanzfeld, du änderst deine Schwingung, du änderst deine Energie, du vibrierst anders und du bringst dich sozusagen aus der dunklen Höhle deiner Existenz raus und stellst dich noch mehr ins Licht hinein, dass du sichtbarer wirst, spürbarer wirst für Menschen. Weil wenn du nicht sichtbar, nicht spürbar bist, wie soll denn dein Traumpartner dich überhaupt finden? Du versteckst dich ja. Oder du arbeitest daran, das wäre jetzt auch wieder eine Arbeit, dein Herz zu heilen, weil viele Menschen, wenn sie ein gebrochenes Herz haben, dann ziehen sie gleichzeitig eine Wand hoch und werden auch dadurch irgendwie unspürbar für andere Menschen, obwohl der Traumpartner vielleicht einen Zentimeter entfernt ist. Na okay, das ist blöd, einen Meter entfernt ist. Man kommt nicht in die Verbindung, weil die Herzenswand da ist. Also man kann dann schon daran arbeiten. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch zu lösen. Auch ich, als ich auf die großen Bühnen wollte, wie hätte ich denn daran jetzt ganz konkret arbeiten können? Klar, dass ich meine Reputation verstärke, dass ich meine Präsenz verstärke, dass ich mich immer mehr und mehr als Autorität auf meinem Gebiet auch positioniere, sodass die auf mich aufmerksam werden. Hätte ich schon so machen können. Aber ganz, ganz viel ist doch auch einfach Glück, oder? Aber was ist Glück? Glück ist vielleicht deine Arbeit an deiner Frequenz und Schwingung und das zieht dann diese Dinge in dein Leben. Das ist so, so spannend. Ja, und die Frage ist ja auch, was kannst du kontrollieren? Oder auf was hast du einen Einfluss? Mhm. Und die Sachen, die du jetzt genannt hast, ist einfach typisch, da hast du einfach einen Einfluss drauf. Und auch viele andere Dinge, die kannst du zwar anpeilen, die kannst du fokussieren, die kannst du vor deinem inneren Auge sehen, aber du hast keinen direkten Einfluss darauf. Du kannst nur deine Frequenz dahin, auf dieses Ziel oder auf das, was du siehst, anpassen und damit du damit resonierst. Aber es gibt noch eine sehr, sehr kraftvolle Frage, die auch mit dem zusammenpasst, was du gesagt hast. Man muss sich die Frage stellen, zu was für Menschen ich werden muss oder zu was für Menschen ich werde, um genau dort anzukommen. Mhm. Oder um dieses, was du auch immer du willst, dem Beispiel Traumpartner ist auch mal so ein suspektes Ding. Die Frage auch, kann ich dieses Ziel, was auch immer das für ein Ziel ist, kann ich das ertragen? Mhm. Weil in der Vorstellung, das ist vielleicht bei dir auch so, ich meine, wir haben irgendwelche Träume, irgendwelche Ziele, das ist ja alles so ein bisschen verspielt und eine Spielerei und der wäre schon irgendwie schön und wenn ich das hätte, was ich mir gerne wünsche, so. Und die Frage ist, kann ich zu dem Menschen werden, der dieses Ziel ertragen kann? Und mit ertragen meine ich, egal was du in dein Leben ziehen willst, wie fühlt sich das dann an, wenn du das verkörperst, wenn du das lebst, wenn dieses Ziel bei dir ist, wenn du dort angekommen bist? Wie denken die Menschen im Umfeld dann über dich? Oder wie denkst du über diese Menschen, wenn du das Ziel erreicht hast? Was ist der nächste Schritt, wenn du das Ziel erreicht hast? Kommt dann ein Fall, weil du denkst ja, was jetzt? Jetzt habe ich es ja erschaffen, jetzt, wo ist mein Antrieb jetzt hin? Vielleicht fehlt dir dann der Antrieb, um weiterzumachen, weil du hast ja das erschaffen oder erreicht, was du immer wolltest. Das heißt, diese Frage, kann ich dieses Ziel ertragen, ist, finde ich, bei Manifestation unglaublich wichtig, damit du zu dem Menschen wirst, der das Ziel halten kann, wenn du dort ankommst. Mhm. Weil
ich glaube, dass du mir da auch zustimmst, dass erfolgreich zu werden ist eine Sache, aber erfolgreich zu bleiben ist viel, viel schwieriger. Also zu was für Menschen musst du werden, damit du den Erfolg halten kannst? Du musst weiterhin diszipliniert sein, oder? Du musst weiterhin in eine Richtung ziehen. Du musst weiter an deiner Konkurrenz arbeiten. Ja. Und das mit dem Traumpartner finde ich halt so eine ganz schwierige Sache, weil das ist ja auch ein bisschen egoistisch. Ich meine, aus welchem Bewusstsein heraus frage ich mich, hey, ich wünsche mir jetzt meinen Traumpartner. Ich meine, da gab es ja auch diese Bücher so, bestell dir deinen Traumpartner im Universum und so. Ich meine, wie bauen sich die Menschen aus so einem Wunschgedanken heraus ihren Traumpartner denn zusammen? Meistens aus der Komfortzone heraus. Dann bekommen sie theoretisch den Partner, den sie wollen, aber es ist nicht der, den sie brauchen. Ja, absolut richtig. Ich meine, das passiert jetzt auch mit der künstlichen Intelligenz, dass man sich dann plötzlich seinen Traumpartner virtuell zusammenbauen kann. Wie schaut er aus? Welche Haarfarbe hat er? Augenfarbe? Körper? Toll. Ja, super. Das ist nicht unbedingt. Aber es hat dann nichts mehr mit was Zwischenmenschlichem zu tun, nicht mehr mit etwas Echtem zu tun. Jennifer meinte vorhin, hey, stell dir noch eine Tasse hin, das sieht bestimmt cool aus. Habe ich gemacht. Aber die Tasse ist leer. Ach, geil. Aber immer mehr nicht. Doch. Jetzt aber kommen wir mal ein bisschen zu persönlicheren Details, würde ich sagen, Herr Kastenmüller. Erzähl mal, was hast du bis zum heutigen Tag deiner Meinung nach noch nicht manifestiert? Wo hast du das Gefühl, boah, egal wie stark du deine Manifestationspower hochfährst, da kommst du nicht weiter, das ist immer noch nicht in deinem Leben manifestiert worden? Also erst einmal finde ich diese Art und Weise, wie du das geswitcht hast, das Gespräch. Ja, weil dieser Podcast ist dafür da, dass wir ein bisschen persönlicher, intimer werden, weil das war schon ein bisschen contentlastig. Ja, aber das war mir wichtig. Ja, es ist auch wichtig. Aber jetzt weißt du da einfach nicht. Jetzt möchte ich persönliche Sachen. Ich möchte aus deinem Alltag, aus deinem Leben heraus etwas hören. Wieso willst du das jetzt machen? Wieso willst du das wissen? Ich will es wissen und die wollte auch wissen, weil das spannend ist. Weil man am meisten eigentlich durch die Geschichten anderer lernt. Ist doch so. Also in der Schule haben wir ja auch die ganze Zeit irgendwas gelernt, oder? Aber das waren nie persönliche Geschichten. Und ich finde, die Geschichten anderer zu hören, das lädt einen emotional auf und Emotionen sind die Voraussetzung für Lernen. Wow. Also, erzähl mal. Also, ich glaube, es gibt so eine Wand, an die ich immer wieder stoße, an der ich echt schon seit Jahren arbeite, wo ich einfach manchmal das Gefühl habe, da komme ich durch, aber ich schaue immer nur so ein bisschen durch. Und das ist meine Wand der Sichtbarkeit. Das heißt, es gibt einen Teil in mir, der würde gern viel sichtbarer sein, der würde noch viel mehr in die Öffentlichkeit gehen. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch den anderen, ja nicht Job, aber den anderen Bereich unserer Arbeit ist ja der, dass wir auch die ganze kreative Sachen machen, die Sessions im Studio aufnehmen, die ganze Gestaltung, dass wir so viel selber machen oder eigentlich 95% selber machen. Und da fällt es mir natürlich leicht, einfach mich hinterm PC zu verstecken. Weil ich weiß, das mache ich auch voll gern, das liebe ich, da steckt auch unser Blut und unser Herz drin. Aber sobald ich mal hinterm PC bin und mich in dieser kreativen Arbeit dann da festhalte, verliere ich mich dort. Und dann fällt es mir immer schwerer, wieder rauszugehen. Ich würde zum Beispiel auch viel mehr Stories machen. Oder ich weiß, mir tut es gut, die Leute geben immer so tolles Feedback, wenn ich Stories mache. Es ist so eine schöne Connection auch mit der Community, mit euch. Aber ich spüre, da ist noch eine Wand da. Ich meine, es ist schon besser geworden. Ich meine, bei unseren Workshops, Seminaren, ich habe keine Angst vor der Öffentlichkeit mehr. Das habe ich ja früher ganz krass gehabt, auch durch die Angst vor dem Sprechen oder vor dem Onstage zu sprechen. Das habe ich nicht mehr. Aber kontinuierlich, also wirklich kontinuierlich, nicht mal kurz, sondern über eine lange Zeit, täglich oder alle paar Tage immer sichtbar zu bleiben, also in so einem sichtbaren Loop, da renne ich noch gegen eine Wand und da arbeite ich wirklich intensiv dran. Aber da merke ich, das ist zäh. Ich glaube, da können ganz, ganz viele damit in Resonanz gehen. Ich bin mir sicher, dass es hier einige unter euch gibt, die vielleicht schon so ein bisschen Social Media machen, ab und zu mal ein paar Stories, aber eben auch nicht so konsequent. Und ich glaube, eine der Gründe, die blockierend sein können in dieser Art von Öffentlichkeitsarbeit, ist einfach
die Tatsache, die einem bewusst wird, ich kann nicht immer gemocht werden. Ich kann nicht immer das Richtige sagen. Ich kann nicht immer so gucken, so reden, mich so verhalten, dass es 100% jedem da draußen passt, der das jetzt sieht. Und ich glaube, das ist das, was dich terrorisiert und was dich blockiert. Weil du weißt, weil das ist ja einfach schlichtweg nicht möglich, weil du ja nicht zu einzelnen Menschen sprichst, sondern zu einer Bandbreite an unterschiedlichen Menschen, dass es Menschen geben wird, die sich angegriffen fühlen von den Dingen, die du sagst, obwohl das überhaupt nicht in deinem Sinne ist. Und ich glaube, das ist das, was dann einen ganz, ganz stark blockieren kann. Vor allem, wenn man eigentlich keine Angst mehr hat, vor Menschen zu sprechen. Die hast du ja nicht mehr. Aber du hast Angst, was danach passiert. Weil du vielleicht etwas sagst, was irgendwie in den falschen Hals gerät. Und das haben eben auch ganz viele Menschen, die diesen ganz krassen Anspruch an sich haben, von jedem geliebt und gemocht zu werden. Das ist ja auch dein Thema, deswegen hast du auch das ganze Hardwall-Universum entfaltet, um auch diese Sucht nach Liebe und Aufmerksamkeit ein Stück weit zu heilen und gehen zu lassen. Und du bist ja da auch schon Riesenschritte gegangen. Aber ich glaube, das ist noch so ein Knackpunkt und auch die ganze Verantwortung, die damit einhergeht und so wie du vorhin eben gesagt hast, was ja auch ein Problem ist. Jetzt, vielleicht schaffst du es für 3 Wochen mal wirklich präsent zu sein, du musst das ja auch halten können. Genau. Und du weißt, es wird Tage geben, es wird vielleicht sogar Wochen geben, wo du einfach keine Lust hast. Und kreative Menschen ist ja ganz oft so, das hat man auch in verschiedenen Studien herausgefunden, die sind nicht einfach nur introvertiert und die sind nicht einfach nur extrovertiert. Kreative Menschen, und du bist für mich ein kreativer Mensch, ich würde mich selber nicht so als kreativ bezeichnen, die haben Phasen, die sind beides in extremer Ausprägung. Das heißt, Jeffrey hat, wenn er zum Beispiel in einem kreativen Prozess steckt, eine introvertierte Phase, da hast du überhaupt gar keine Lust. Also da, wenn du dann live gehen musst, das ist für dich sehr, weil du musst wie den Motor switchen, yeah. Ist sehr anstrengend. Aber dann hast du auch wieder Phasen, wo du viel unter Menschen sein möchtest, wo du rausgehen willst. Also das wechselt sich ja ganz krass ab und das finde ich so spannend. Seitdem ich das auch über ihn weiß, kann ich viel besser damit umgehen, weil er in seiner introvertierten Phase auch ein bisschen anders zu mir ist. Weil er einfach mehr Rückzug braucht, um das alles processen zu können, was in ihm passiert. Und ich finde es so schön, dass du das jetzt geteilt hast, so verwundbar, deine Manifestationsblockade. Und? Genau. Aber alleine, dass du das weißt und dass dir das bewusst ist, das ist ja schon so krass. Das ist ja eigentlich schon der Weg in die Veränderung. Und auch die Frage, was für ein Mensch, ich will jetzt nicht zu einem Coaching hinausarten, was für ein Mensch muss ich werden, um dieses Ziel zu erreichen, um diese Online-Präsenz, Sichtbarkeit zu erreichen? Und das ist wieder das, was ich vorher als Content euch mitgeben wollte. Das ist das ist der Job oder der Weg zu diesem Ziel. Hm. Weil wenn ich jetzt sagen könnte, okay, ich will das manifestieren, dass ich aber mehr sichtbar bin, und ich schnippe jetzt so mit meinen Fingern und jetzt bin ich es einfach. Dann habe ich ja den Weg verpasst in diesem Menschen, der ich sein muss, mhm. um dieses Ziel halten zu können. Also die Entwicklung, die überqueren wir ja da komplett. Und ich weiß nicht, ob das wirklich geht. Mhm. Und ob das das Ziel des Lebens ist, dass wir so diese bestimmte Entwicklungen, die wir als Menschen machen müssen und auch können, ob wir die einfach so überspringen sollen. Weil es gibt doch auch nichts Erfüllenderes, als zu erkennen, welchen Weg bin ich gegangen und zu welchem Menschen bin ich geworden, aufgrund bestimmten Erlebnissen, Sachen, die ich entwickelt habe, die ich erlebt habe, die ich gespürt habe. Dann festigt sich das Ganze ja auch und mein Selbstbewusstsein wächst dann auch. Man muss halt dazu sagen, du hast jetzt eine eher extrovertierte Phase, wir haben ja jetzt auch gerade die Challenge und so weiter, du bist viel online. Und da fällt es dir dann sehr leicht, auch online zu bleiben. Aber du machst ja dann auch wieder Rückschritte. Ja. Ich glaube, da muss man auch so ehrlich zu sich sein und sagen, hey, jetzt war ich so weit gekommen. Fuck, jetzt bin ich wieder dort, wo ich angefangen habe. Und diesen Zyklus zu durchbrechen, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz mutiger Akt. Und was auch so schmerzhaft ist, wenn man halt mal
beispielsweise 4 Wochen voll on track war, also voll präsent und immer wieder live oder online und irgendwie extrovertiert. Und dann gehe ich zurück hinter meinen Computer, mache die Sachen, die halt auch gemacht werden müssen, die wichtig sind. Und da merke ich schon so, wie für Tag es schmerzhafter für mich wird, wieder zurück in die andere Version von mir einzusteigen. Und ich glaube, das ist ja auch so oft so ein utopisches Ziel, das wir alle haben, dass wir irgendwie alles sein wollen, immer zum gleichen Zeitpunkt. Ja. Aber wenn ich da hinter dem PC bin, dann bin ich eine andere Version wie die, die ich on stage, also auf der Bühne bin. Ja. Weil ich ja da ganz andere Energien anzapfen muss. Ich muss den Raum halten können, ich muss meine Stimme anders nutzen, ich muss die Menschen spüren, die Musik spüren. Und hinter dem PC, da kann ich mich hinsetzen und auch einfach mal blöd in der Gegend rumstarren. Ja. Und eigentlich mich komplett verlieren. Ja. Das kann ich ja auf der Bühne nicht. Da muss ich einen ganz anderen Fokus und eine ganz andere Energie aufbringen. Ja, das ist halt dieser Hack des State Switch. Ja. Da bist du anders wie ich. Ja. Also ich kann mit einer Freundin Kaffee trinken und 5 Minuten später bin ich auf der Bühne. Bist du auf der Bühne? Ja. Der Switch, also das ist, hat auch was mit dem Typ zu tun. Also ich bin ja nach dem Ayurveda auch so dieser Luftikus. Du bist mehr der Geerdete. Ja. Also ich gehe von 0 auf 100 sofort. Aber kann auch nicht so lange auf 100 bleiben. Du brauchst zwar lange, kannst aber auf 100 länger bleiben. Also da ist jeder halt anders aufgestellt. Und ich finde, es ist so wichtig, das zu respektieren und zu akzeptieren und das auch zu trainieren, den Switch zu machen. Du machst es dir einfach, egal wo du bist, zu sehr bequem. Ja. Dass du denkst, schau, jetzt habe ich mir hier eingestellt, jetzt habe ich mir hier gemütlich gemacht, jetzt gehe ich hier nicht mehr weiter. Ja. Und das ist, ich werde halt nirgendwo gemütlich. Das ist auch nicht unbedingt. Nee, diese Rastlosigkeit. Diese Rastlosigkeit kann natürlich auch mal anstrengend sein. Das kann sehr. Ich denke mir halt immer, also, wie geht's jetzt weiter? What's next? Hallo? Ja. Auch muss einfach entspannt mal da sitzen mit einem Kaffee zum Beispiel. Ja, das mal, ist halt ein Streitpunkt zwischen uns beiden. Nicht für 5 Minuten, sondern mal für eine Stunde. Wo liegt denn da das Problem? Ich kann es nicht. Du kannst es schon, du willst es nicht. Nein, auch morgen. Ich brauche keine Aufwärmphase. Ich gehe von 0 auf 100. Nein, es fällt dir einfach schwer, dich da mal auf etwas einzulassen und das dann einfach zu genießen. Jetzt hat er den Spieß um, jetzt geht's um mich. Hör die Vögel. Duft. Aber eins muss ich jetzt noch dazu sagen, auch nochmal ein Insight hier von unserer Seite an dich, ein Einblick in unsere Intimsphäre. Oder wie sagt man da, Privatsphäre. Ich hatte das jetzt lange Zeit nicht mehr, aber ab und zu denke ich mir dann schon, hey du Arsch. Wieso muss ich eigentlich immer vor die Leute? Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, Leute meine ich jetzt gar nicht respektlos, also ich liebe es. Ich liebe es, online zu sein, ich liebe es, Live-Masterclasses zu geben, ich liebe es, auf der Bühne zu sein, ich liebe es vor Menschen, das ist das, wofür ich gebaut wurde. Wie eine Maschine, die dafür gebaut ist. Punkt. Aber ich mache ja eigentlich ganz, ganz viel von dieser Öffentlichkeitsarbeit. Das ist mittlerweile auch anders. Also wir machen die Challenges auch zusammen. Das ist alles wunderbar. Aber früher war das schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, wieso muss ich das immer machen? Und klar, er hatte ja 1000 andere Dinge zu tun, die ich nicht machen kann. Weil 5000. Aber Öffentlichkeitsarbeit, also zum Beispiel auch so eine Masterclass von einer Stunde anzubieten, vielleicht schaust du dir das an und denkst du, ja, die Bar hat das jetzt gemacht und das ist fertig und so weiter. Wie das vorarbeitet und auch in mir nacharbeitet, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist energetisch gesehen eine Art von Hochleistungssport für mich. Und das so zusammenzubringen, das war schon eine Challenge, aber ich glaube, wir finden da jetzt immer noch einen guten Weg. Ich habe noch eine letzte persönliche Frage. Aber bevor du das machst, ich muss da schon noch was einbringen, weil das, was ja vielen gar nicht bewusst ist, und ich sage das einfach so nebenbei, ja, wir machen da eigentlich fast alles selber, und ich weiß auch, dass viele von euch das oder alle das auch sehr wertschätzen, weil du ja spürst, dass in jeder Session oder in jeder Grafik, dass da wir dahinter stecken und nicht einfach, ich sag mal, eine Marketingagentur organisiert ist, die das einfach losgelöst von uns macht, damit das halt passt. Nein, das ist wirklich alles aus unserer Hand. Aber gleichzeitig, dass der Schatten und auch so die negative Seite dahinter, das ist viel schlimmer als eine negative Seite, das ist wie so der Fluch dahinter ist halt,
dass wenn du so viel selber machst, dass es dir auch immer schwerer fällt, die Sachen outzusourcen. Also Fluch, genau, weil das fällt dir immer schwerer, das irgendwie abzugeben, weil du ja so da drin bist und so involviert bist, dass du immer wieder denkst, hey, bevor ich das jetzt jemandem erkläre, mache ich es selber. Und du wirst ja auch immer besser darin. Ja. Und das heißt, das ist ja klar, je öfters man, umso besser wird man. Und jemand anders hat das ja noch nie gemacht. Also wie soll er schon deinen Ansprüchen ja. gerecht werden und können? In der Anfangsphase war das halt unser größtes Glück, dass wir gesagt haben, nein, wir machen alles selber. Und deswegen konnten wir uns auch so stark in die ganze Materie hineinbringen und konnten dann uns selber die Sachen beigebracht. Bis vor ein paar Jahren hatte ich keine Ahnung von Kameras, von cinematischen Filming, nichts davon. Und das haben wir uns alles beigebracht, weil wir gesagt haben, wir wollen unabhängig sein. Mhm. Aber dann wird Unabhängigkeit irgendwann zu einem Fluch, weil ich habe ja nur zwei Hände. Und wie gesagt, wenn Baha dann auch vor der Kamera ist, dann manage ich das hinten im Background. Dann sollen wir wieder gemeinsam vor die Kamera. Das ist halt dieser Switch vom... Das ist deine Manifestation. Vom PC zum Stage-Jeff. Also ich sehe den 12-, 11-jährigen Jeffrey, der da sitzt, gelangweilt ist von der Schule, gelangweilt ist vom Ingolstädter Street-Leben und sich denkt, ich möchte ein Leben, wo ich mich nie langweilen muss. Da hast du es. Ja. Wo ich ganz viel Abwechslung habe und wo jeden Tag was anderes passiert, da hast du es. Toll. Ja, das ist deine Manifestation. Das ist es. Die richtige Frau hast du dafür auch angezogen. Das stimmt. So, zum Schluss. Gibt es etwas... Nein, nichts zum Schluss. Ich möchte noch eine Frage stellen. Stop it. Ich möchte erst wissen jetzt, was ist das mit dir eigentlich? Was ist mit mir? Ja, mit deiner Manifestationswand. Haust da einfach die Frage raus? Und du? Ich habe schon befürchtet, dass du mich fragen wirst. Ja, du wolltest es umgehen. Ja. Überhüpfen. Weil ich mich echt schwer tue. Soll jetzt bitte nicht arrogant klingen. Ich glaube, es ist eher ein Ausdruck von Feigheit meinerseits. Wenn ich jetzt sage, ich habe eigentlich schon alles manifestiert, was ich so wollte oder mir gewünscht habe. Das klingt ein bisschen arrogant, das klingt aber auch ein bisschen feige, weil wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich habe noch nicht, wisst ihr, dann wartet ihr noch Arbeit auf mich und muss ich mir auch eingestehen, dass ich bis heute daran gescheitert bin, es zu manifestieren. Also ich tue mich wirklich schwer, zu sagen, das ist das eine. Was ich, woran ich ja immer wieder arbeite, beziehungsweise immer wieder als Thema aufploppt, ist, es soll jetzt nicht so esoterisch klingen, aber die Akzeptanz meiner menschlichen Existenz. Und damit meine ich nicht Mensch zu sein per se, sondern alles, was zum Menschsein gehört, zu den ultimativen Basics, wie zum Beispiel Essen, Ernährung, wie ich meinen Körper behandle, Bewegung. Und ich treibe ja alles, das weißt du, was wollte ich denn erzählen, ins Exzessive, weil ich durch dieses Exzessive meinen Körper besser spüre. Und ich Angst habe, wenn ich ihn nicht spüre, dann existiert er vielleicht gar nicht. Also diese Grundthematik, mit der ich ja geboren wurde, mein ganz großer Widerstand gegenüber Körperlichkeit, gegenüber den menschlichen Basics. Also wenn ich jetzt sage, mein Traum wäre es, dass ich jeden Tag aufwache und durch den Tag gehe, absolut kongruent mit meiner Menschlichkeit und mit meiner, auch akzeptiere, dass ich als Mensch extrem verwundbar bin, extrem verletzlich bin, extrem abhängig bin. Das sind wir alle, weißt du? Und das sind so Sachen, da habe ich Schwierigkeiten, das zu akzeptieren. Ja. Das habe ich noch nicht manifestiert. Und gleichzeitig ist es halt auch so, diese Inakzeptanz meiner Menschlichkeit hat mir einfach auch Vorteile gebracht. Mhm. In der Form, dass ich immer mit einem Fuß in der spirituellen Welt war. Weißt du? Und manchmal habe ich auch das Gefühl, ich habe Angst, menschlich zu werden, weil vielleicht verliere ich ja dann auch diese Verbindung zur spirituellen Welt, was ich absolut als Lüge begreife. Weißt du? Ich weiß hier auf der Ebene, dass das so nicht stimmt. Ich weiß, dass je menschlicher man wird, umso spiritueller man. Ja. Aber ich habe ja was anderes erfahren.
Das heißt, hier der Rest kann das noch nicht so ganz verarbeiten, aber ich arbeite daran. Wow. Dann lasse ich jetzt meine letzte persönliche Frage weg. Nein, nein, mach das jetzt noch. Komm. Okay, die letzte persönliche Frage, das heißt persönliche Frage, ich finde es einfach spannend. Hast du so Momente im Alltag, wo du das Gefühl hast, boah, jetzt brennt, also der Solarplexus ist ja auch ein Manifestationsfeld, jetzt brennt mein Solarplexus. Also jetzt, wenn ich was visualisiere, wenn ich mir jetzt was vorstelle, wenn ich jetzt eine Intention setze, das fruchtet, das haut nein. Habe ich voll die gute Frage. Habe ich immer direkt nach dem Sport, teilweise auch während dem Sport, in der Mischung zwischen Musik, Anstrengung und dann die Anstrengung loslassen, da spüre ich so, da ist jetzt einfach die Motoren, die Mitochondrien, mein Energiesystem, das läuft überproportional. Mhm. Das läuft hoch auf alle. Und früher war es ja so, ich habe ja Laufen gehasst. Also Tanzen und so war immer mein Ding, aber irgendwo hinlaufen. Ich laufe dann nicht so blöd rum. Also, oder auch Joggen und so. Ich fand das so widerlich. Aber es liegt ein bisschen auch an meiner Konstitution, wie du sagst. Du hast dann mal gesagt, es liegt irgendwie an meiner Wirbelsäule und so. Physiologisch bist du jetzt nicht der typische Läufer. Also, ich laufe lieber auf allen Vieren. Also, so Crawling, Krabbeln und so, das liegt mir mehr. Solche Übungen. Aber auf den Beinen einfach wirklich rennen. Auf den Füßen. Der Bayer sagt Beine zu den Füßen. Ja. Das ist nicht mein Ding. Aber seitdem ich jetzt so seit ein, zwei Jahren, oder eigentlich wirklich intensiv seit einem Jahr, laufe ich mit Baha. Na, so lange ist es noch nicht. Ihm kommt es vor wie ein Jahr. Ich habe schon zwei Jahre gesagt. Oh, vielleicht ein halbes Jahr. Ja, auf jeden Fall wird es immer besser. Jetzt fühle ich mich langsam, jetzt wäre ich echt, glaube ich, ein Läufer. Also es ist wie so, ja, ich werde jetzt zum T-Rex, also oft auch zwei Beinen. Wirklich, oder? Ja, das werde ich jetzt. Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich so schnell laufe, also Sprints mache, dass dann da die Energie so krass aktiv ist und jetzt eine Manifestation raushaut. Das findet sich etwas in dir an. Ja. In Verbindung mit der bestimmten Musik, dann holt mich das so voll hoch. Nach dem Kältebad spüre ich auch, wie alles einfach komplett vibriert. Aber ich habe es auch manchmal, wenn wir unsere Meditationssessions machen, vorm Essen, was ja auch wieder oft nach dem Sport ist. Wo mein Nervensystem dann wieder komplett ruhig ist, das spüre ich auch, jetzt ist alles kongruent und ich kann meine Teile fokussieren in eine Richtung, also auf das, was ich wirklich will oder möchte. Ich finde es so spannend, die Sachen, die du erwähnst, die wirken vor allem bei Menschen, die eher sesshaft sind, von der Energie her, eher ruhig, eher geerdet. Du brauchst die Bewegung, du brauchst die Irritation. Ja. Weil in meinem Fall ist es nicht Sport. Wann ist es bei dir? Wenn ich die Sonne aufgehen sehe. Dann strömt so eine Ruhe und ein Frieden in mich hinein und dann merke ich, everything is possible. Oder Sauna bringt mich runter. Es ist nicht der Sport. Also nach dem Sport bin ich einfach in meinem State, in meinem normalen State. Weil ich ja der bewegte Typ bin, weißt du? Das heißt, sind eher eben Meditationsmomente, Momente, wenn du Sessions anleitest und da, wie ich merke, es kommt alles an seinen Ort und Platz, es sortiert sich, das ist bei mir ganz anders. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das Menschen jetzt auch hören, weil nicht jeder muss jetzt sprinten gehen, um jetzt, je nach Mensch, je nach Typ, ist das ganz unterschiedlich. Aber ich weiß, dass viele Menschen zum Beispiel auf Sport sehr gut reagieren, weil es den Solarplexus aktiviert. Und je nachdem, wenn du auch jemand bist, der vielleicht tagsüber sehr low energy ist, sehr viel sitzt, dann kann das auf jeden Fall funktionieren. Was auch funktioniert, das haben wir auch in der Anfangszeit sehr oft gemacht, das war immer beim Akt. Sag's ruhig, das Wort. Ja, beim Akt. Beim Tun. Intimitätsphase. Da gibt's ja auch dann irgendwann den Punkt der Höhe. Jetzt. Und genau da kann man auch gut die Energie kongruieren. Vor allem als Paar kann man, wenn man eine Richtung hat, kann man da in eine Richtung gehen. Das ist auch, das funktioniert auch. Das ist ein sehr schönes Ende für diese Folge. Ja, der Akt. Man kann den Höhepunkt auch alleine erreichen. Ja, aber es geht jetzt um, wenn man gemeinsam manifestieren will. Und ja, gemeinsam. Darum ging es ja jetzt nicht. Aber ich meine jetzt für Menschen, die niemanden nachhaben für den Akt.
Ja. Man könnte da auch einen Solo-Akt draus machen. Könnte man auch, ja. Solo-Performance. Kann man auch machen. Aber so. Zusammen ist schon schöner. Das war's jetzt von unserer Seite. Oder? Ja? Bevor es jetzt zu einem Schmarrn ausartet, sagen wir Adieu. See you later. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Lasst wieder deine Gedanken da und ja, bis zum nächsten Mal.